My dear Ellie, I have to find her. So, und damit ein herzliches Hallihallöchen hier bei uns am Ballermann 6. Bei mir ist Benny the Brave. Hello. Und wir spielen The Shore. Falls ihr es noch nicht kennen solltet, das ist rein von der Mythologie her angesiedelt in H.P. Lovecrafts Universum. Rund um den netten Cthulhu und seine Kumpels. Ja? Wer die nicht kennt, kann ich euch beste Lektüre empfehlen. Hier. H.P. Lovecraft lesen. Super geiler Typ. Okay, nicht lange rumgeschnackert. Wir müssen Ellie finden. Wer Ellie auch immer sein mag, wir hören uns nach einem älteren Herren an. Und ja, Benny, hast du irgendwie einen Plan von dem Spiel? Hast du schon mal was unser Inventar wäre ein umgekipptes Boot. Und hier haben wir ein Foto. Wahrscheinlich sind wir hier dieser Jacques Cousteau. Versteht? Und das ist Ellie. Wer weiß. Ja, nee, das Spiel kenne ich gar nicht, muss ich wirklich sagen. Du holst ja auch immer irgendwelche Perlen hier raus, das finde ich immer ganz geil eigentlich. Und ich lasse mich einfach überraschen, also was jetzt hier so auf uns wartet. Eine Möwe! Okay, hier, viel besser. Guck mal. Flaschenpost. Flaschenpost. Warum macht er nie auf? I've been arguing with John about how many actual days have passed since we ended up here. It seems that all of our hopes are drifting away, like these bottles should do. They always return to the island as if something is leading them back here. If you are reading this, we need your help. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn die einzige Möglichkeit, die du hast, ist eine Flaschenpost und die kommt immer wieder an. Immer wieder zurück. Wirklich blöd. Was haben wir hier? Ja, guck mal hier, eine nette Möwe. No, Möwe. Meins? Meins? So, dann lass uns doch mal hier kurz. Also, ich finde, die Grafik sieht schon geil aus. Also. Ja, das hat was, also, ja. Find auch, muss mal ganz kurz ein bisschen lauter machen. Ich finde auch so die Ambient-Musik, irgendwie, die so läuft, das finde ich auch sehr cool. Was haben wir da? Was ploppt hier auf? What is this? A shred of hope. Oh, what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Okay, scheinbar ist das unser Boot. Und wir sind hier gekentert. Ja. Das ist nicht gut. Und hängen jetzt hier auf die Island fest. Love Island. Auf The Island Fest. Love. So, ja, hier kommen jetzt leider keine Honolulu-Mädchen irgendwie mit tollen Blumen, Girlanden, um uns zu begrüßen. So, ja, können wir die nehmen? Nee, können wir nicht nehmen. Aber da hinten war noch ein Leuchtturm, ist das richtig? Ja, ja. Jede Insel hat einen Leuchtturm. Ja. Da müssen wir bestimmt hin. Da, warte mal, hier ist nochmal eine Flasche. Hör mal. We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Sounds like the captain was right. Ja, ist die Mehrzahl von Schiffswrack wirklich Schiffswracke? Klingt irgendwie seltsam. Dort lauter Schiffswracke. Ja, kleiner Möwenarsch. Dass sie aber auch nicht wegfliegt. Ja, ne? Oh, oh. Fisherman who was lost in a stranded sea. He never came back. Now I know where he lies. What misfortunes could have drove him here? Die Stimme ist sehr geil von ihm irgendwie. Finde ich sehr atmosphärisch. So ein richtig alter, gebeutelter Kerl, so ein Seebär. Ja, der halt einfach von den Gezeiten. Oh, schau mal hier.
Kerzen von den Gezeiten hier angespült wurde. Verloren und ohne Hoffnung. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now. What god is he talking about? Alles klar, alles klar. Hier hat sich irgendeiner selbst den Arm abgeschnitten. Und hier haben wir zum Beispiel der schlafende Gott übrigens, Benny, falls du dich fragst, wer das ist Cthulhu. Ja, der laut der Geschichte von H.P. Lovecraft schlafend in seiner Stadt Rillier wacht. Ah, okay. Ja. Also hier, Cthulhu-Tagen. Ach, großartig. Da werden Erinnerungen wack. Da werden Erinnerungen wack. Wack. An dem einen Stein war auch noch irgendwelche Schriftzeichen. Nee, weiter rechts. Ja, weiter rechts. Ja, ja, gratitude, gratitude. Ah, what is this? Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich hier so einige von diesen Sachen finden. Weil, ich sage mal so, oh, na hier, der ganze Stein sieht halt auch aus, ne? Wie, oh, ja, halt, stimmt. Cthulhu, es ist witzig, habe ich hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch zu stehen. Die Leute, die den Ruf des Cthulhu kennen als Geschichte, dort wird von einem grünlichen Speckstein gesprochen, der für viel Aufsehen erregt, sorgt. Und zwar soll das Cthulhu darstellen. Ich halte ihn mal kurz in die Kamera. Ja, es ist halt so ein Tintenfisch-ähnliches Wesen mit Flügeln, sehr grotesk anzuschauen. Und wenn man mal genau guckt, ne, sieht man hier oben auch so einen Tintenfisch. Oben abgebildet, auf dem Felsen. Ja, also es... Ich denke, es wird ein sehr geiles Spiel werden irgendwie, weil ich mag generell das Universum rund um Cthulhu, die älteren Götter und also ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe, es wird geil. Also unsere Aufgabe ist jetzt quasi erstmal zu erkunden, was überhaupt mit der Insel hier ist, richtig? Richtig, wir müssen erstmal kicken, was jetzt über Phase ist. Wir sind hier anscheinend wirklich hier gerade mit unserem Schiff, der lustigen Schaluppe ist hier quasi gestrandet und suchen halt Ellie. So, was haben wir hier? What is this? Aha, siehst du, ja, auch so grünlicher Speckstein, ne? Okay. Und ist halt schon eine nette Anspielung halt auf die Bücher. Aber davon haben wir jetzt einige, weil links oben auf dem Stein haben wir auch noch einen, genau da. Aber ohne Aufsatz, sag ich jetzt mal. So ein Gebüsch ist das nur. Ja, da dran. Überall so eine Dinge, okay. Ja, so eine Art Wegweiser oder irgendwas in der Richtung oder Warnzeichen auch. Wer weiß. Hm. Wollen wir erstmal einen Blick in den Leuchtturm werfen? Yes, we sinked our feet in the sand the last time. She asked me to tell her one of my stories about the wild sea. I could hear each of her breaths being shorter and shorter. And by the time I finished my story, pneumonia took her life. Ich bin so dermaßen von dem Sprecher begeistert. Das ist, also, das ist richtig geil irgendwie. Der holt mich richtig ab hier. Und oh ja. Okay. Das kann man machen. Passiert in den besten Spielen, habe ich gehört. Ubisoft lässt grüßen. Time für... Ist das schon was für Gamesprout? Ich weiß nicht. Send Nudes! okay, alles klar. Und wie schon angedeutet wird hier in diesen kurzen Geschichten, die der Typ vorliest, oder halt einfach aus Erinnerungen spricht, sind es selten Happy Ends, die in diesen Geschichten geschehen. Dann lass uns doch mal einen Blick in den Turm werfen. Er sieht auch sehr einladend aus, muss man sagen. Ja, und das ist halt klassischer Leuchtturm. Was haben wir hier? Ne? Mal, oh, schon mal. Verschlossen. Aha. Gehen wir rein. Oh, was ist das? Oh. Oh, das sind wir mit Ellie.
Aber wie kommt dieses Foto dahin? Das ist eine gute Frage, Benny. Das ist eine gute Frage. Oh. Ein Haigebiss. Ist mal aber ein ordentlicher Haigebiss. Mein lieber Herr, sag's fein. Megalodon. Caught on tape. Oh. Ein riesiger Haifischkiefer. Was fehlen manche Zähne? Okay, jetzt sollen wir Zähne sammeln oder was? Na gut. Oh, so was. Geile Tischkreissäge hier, Alter. Was ist das denn? Was ist das? Eine Münze mit einem ominösen Satz auf der anderen Seite eingraviert. In the cosmos there are things we know, things unknown, and between there are windows. Klassische Zeichnungen, ne? Irgendwie. Wir hatten ja schon damals mal bei anderen Games, so, ich sag mal eher so, oh, Klopapier. Zivilisation! Das gute Vierlagige. Wir hatten ja schon mal so leichte Andeutungen. Oh, das Fahrrad, Alter. Das ist auch geil. Komm, wir hauen ab mit dem Fahrrad! Andeutungen auf das Necronomicon. Ne? Das Necronomicon stammt ebenfalls dem Universum, sondern von H.P. Lovecraft. Was ist das? Großartig. Großartig. Ja, Leute, die Cthulhu jetzt kennen, die Geschichten, werden wahrscheinlich über diese Figur etwas schmunzeln. A Key. Aber den können wir doch mitnehmen, oder? Ich hoffe doch. Ja, okay. Ja. Nice. So, was ist denn da? Okay. Was? Oh. Was aber? Okay. Ja, man kann jetzt anscheinend so ein paar Seiten sammeln. Hier bekommen wir leider keine Übersetzung. Jetzt wäre ach, halt die Frage... die sammeln wir ja auf. Wofür? Ah, okay. Sehr tentakelig. Nichts machen, ja? Großartig. Okay, wir können das alles einsammeln. Ich guck mal ganz kurz. Tatsache. Ach, schau mal, das haben wir auch mitgenommen. Okay, du, vielleicht gehen wir einfach mal eine Etage höher. Vielleicht finden wir da was. Schauen wir mal. Was uns dort erwartet. Das ist aber schon mal nicht so Standard in jedem Leuchtturm hier, dieses Bodenornament. Komisch, die Münze ist warm. Okay. Also sind wir hier nicht alleine? Vielleicht, oder vielleicht wird strahlt von der Münze irgendetwas aus. Eine Kraft oder irgendetwas. Ich weiß. Das Ohren, meine Truhe. Guck mal. Oh! Oh, was ein Digger, Junge, hör mir. Dieser Dolch sieht viel zu alt aus. Aber dem Anschein nach hat jemand schon jeden Zentimeter davon gesäubert. Die Form und die Schnitze sind ziemlich unheimlich. Ja. Nein, wir können den nicht mitnehmen. Schade. Ich wollte auch gerade sagen, können wir den mitnehmen? Aber vielleicht können wir nachher einpacken. Oh, eine Axt. Auch nicht. Schleppt denn hier das Holz hoch? Das ist doch kein Kaminkirsch. So. Jetzt haben wir ein paar Nägelkörper da. Ja. So, lass uns doch mal. Schau mal, da hinten ist ein bisschen Dschungel. Mhm. Siehst du das da? Ist das ein Turm? Ist da auch ein Haus oder was so, davon? Geradezu sieht so aus wie so. Weißt du? Warte, ja, die, so, wie so thailändische Tempeltürme. Irgendwie. Ja, genau. Ja. So, oh. Guck mal. Können wir da durchgucken? Ein Oblisk, Junge. Lass mal durchgucken. Oh, da ist er. Ah, hast du gesehen? Da war einer. Da war jemand. Da ist einer. Junge, da lass mal gucken da. Vor allen Dingen, das Schiff ist noch intakt. Man könnte mal wegschüppern. Oh, die Szene erinnert mich gerade so ein bisschen an The Forest. Na, da hast du auch mit dem Fernglas. Glubig, war das mit dem Fernglas oder bist du um die Ecke gekommen? Auf jeden Fall hast du so ein Schiff geguckt irgendwie und da war der Mann in Rot.
The Man in Red. Oh. Können wir runter? Nein, können wir nicht. Eine Abkürzung. Aber wir können noch weiter hoch. So, gucken mal hier. Sieht's jetzt. Ich hab's hier eine kleine Blutekelsuppe. Das ist ja ekelhaft irgendwie. Pfui Deibel. So, lass uns weiter nach oben gehen. Kann ich eigentlich crouchen? Crouchen. Crouchen. So, was haben wir denn hier? Those uneducated fools. They won't let me write for them. They're all fishermen with dirty, scuffed clothes and smell horrible. Their beards reek of alcohol and spit comes out when they talk. I'd rather stay another 4 hours at this point and take care of the problematic mechanisms of this handcrafted construct. Do not regret this journey. It certainly made life more interesting since then. Not to mention the view from up here. All of the hatred, misery, and sadness of mankind fade away into the line where the sea and the sky collide. He is not wrong there. It is a hell of a view. Okay. A pencil? Yeah. Okay. Oh, okay. Alles klar, wir haben den Leuchtturm angemacht. Wir haben das Licht angemacht. Mal gucken, was jetzt kommt. Ist das hier ein Pümpel? Nee. Ein Fischernetz. Ein Fischernetz. So, was haben wir hier? Mein Schachbrett. Kuhfuß. Ein Haken. Ein Stück fehlt. Okay. Ach so. Okay. Das kann keine gewöhnliche Figurine sein. Die Details sind in jedem Winkel zu betrachten. Meiner Ansicht nach war der Künstler hinter diesem Werk auch selbst davon erstaunt. Ja, das sieht ziemlich krass aus. So, oh, da oben, an der Seite. Ich schwöre, ich sah etwas in den Horizon. Behind the mist. It wasn't a whale or a great white shark. Its many legs stretched 100 feet, submerging its body into the sea. It crawled as if it was infected by 1,000 parasites. From its tentacle mouth, it spit out black, disgusting, and disfigured blob-like figures. The moment they fell into the sea, they swam away faster than a dolphin. As the mist kept rising, I could barely see the creature. That wasn't a good sign. I should start placing those talismans I found at the bottom of the lighthouse around the pathways we made. Was ist hier los? Oh, da hinten. Wow! Okay. Haben wir jetzt ein Problem? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja mal interessant. Das ist ja wirklich sehr interessant. Die Musik hört ja auch nicht auf. Was ist denn jetzt los? Möwe, was hast du dazu zu sagen? Tell me. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir haben den Schlüssel. Wir gehen mal erstmal runter. Der Schlüssel war jetzt, glaube ich, dann für unten, für den Kellerbereich, oder wie? Ich wüsste sonst nicht, wo ein anderes Schloss ist, irgendwie. Also, okay. Ein Schloss habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass er dafür ist. Lass uns die Tür zum Keller öffnen. Oh, jawohl. Bücken. Bücken! Oh. Oh, oh. Hey, Kumpel. How did they manage to let him die in here? What made them forsake their civil ways? Ah, schau mal. Ich glaube, das war die Schachfigur.
Ah. Oh. Was hätte er denn da noch in der Hand? Ist das der Gegenpart zu dem anderen Stück, was wir gerade gefunden hatten, mit dem Auge drin? Mit dem Auge? Also, nee. Achso, ja, dass die beiden irgendwie sich. Genau, die hätte ich jetzt gedacht, dass man die vielleicht verbinden kann oder so. Oder kombinieren. Das nahm ich in Händen einer Leiche, die eingeschlossen auf dem Boden des Leuchtturms lag. Ich werde den schrecklichen Anblick dieses Kanavers nie vergessen. Sie war ausgetrocknet und glich einer Statue. Meine furchtdurchtränkten Gesichtsausdrücke ließen mich vor Entsetzen schaudern. Wahrscheinlich hatte er in der Dunkelheit dieses Kellers etwas so Abscheuliches gesehen, dass sein Herz den Schreck nicht aushielt. Der immer hier unten eingeschlossen, ihn eingeschlossen hatte, verbrachte eine verachtenswerte Tat. Oh. Okay, warte mal. Also, guck mal, hier ist die kleine Statue. Die würde ich mal ganz gerne oben beim Schachbrett nachher mal probieren. Yes. Bist du das? Nee. Also ich kann zwar aktivieren, aber die Steine setzt davon allein. Also die Figur, nicht die Steine. Gegen wen spielen wir denn? Schwarz. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ist eine gute Antwort. Gegen Schwarz. Oh ja, ich sehe schon, wir sind bald in der Trap. Ich kann null Schach, um ehrlich zu sein. Nee? Ein bisschen kann ich, also ich kann die Grundzüge, aber ich könnte jetzt nicht mit Taktik oder ja, das ist jetzt der Zug XY. Ja, gut. Okay. Das ist halt, Schach ist ein sehr, sehr schönes Spiel, kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Lust auf Taktik und Strategie hat, ne? Ist ja nicht umsonst ein Spiel der Kühe. Schachmatt. Okay, was haben wir jetzt? Haben wir das erreicht? Haben wir etwas erreicht? Haben wir etwas bekommen? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Das hat jetzt aber wir können ja auch von da jetzt nichts mitnehmen oder so, ne? Also von dem Brett jetzt irgendwie was mitnehmen? Dass das vielleicht das ist eine Hundschaft oder irgendwas kann sowieso sein, ne? Ja, das stimmt. Kann auch sein. Gute Schach. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. So, warte mal, was. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Und zwar, wir haben doch die Brosche hier gefunden, den Klopsteller hier. Ja. Und wir haben doch vorhin, hier war doch der Weg versperrt. Ja. Von der Figur da. Genau, richtig. Und da war da so ein Rund in der Mitte. Ja. Achso, meinst du wegen Einsätzen? Ist das der Augenteller oder das andere Ding ins Bummens hier? Ah. Und? Was nun? Nichts passiert. Na gut. Schade. wäre schön gewesen. Ja, vor allen Dingen, er nimmt es ja auch an. Also er passt es ja auch, also er setzt es ja auch ein. Vielleicht müssen wir auch noch irgendwie bei anderen noch zusätzlich gerade wir klapsen. Wir gucken einfach mal hier, was wir jetzt hier vielleicht noch so finden. Das ist noch so ein Ding. Was hier benutzen. Was ist passiert? Okay. Nichts passiert. Okay. Ich sehe etwas Blaues. Schön, dass man hat immer so eine Orientierung. Das stimmt. Was ist das? Okay. Was war das denn? Proceed into the beat. There's something I would like to show you. What is that voice? Get out of my head. Als ob du jetzt in die Grube gehst.
Oh. Ich guck mich mal kurz rund um die Grube mal. Alter, was ist das denn, Alter? Aber ist das, was im Brief stand, ne? Irgendwie. Pit full of dead bodies? Mhm. Stimmt, ja. Und ein paar von denen sahen aus wie, als hätte man ihnen die Seele ausgesaugt. Aber das ist halt auch, was halt die Romane so ausmacht, ne? Das ist halt die Geschichten innerhalb der Bücher, weil die halt einfach so dermaßen beklemmend sind und einfach von diesem kosmischen Übel quasi herrühren, irgendwie, was immer so angedeutet wird, ne? Es ist halt, es wird ja Gott sei Dank nie so wirklich, ich sag mal, entmystifiziert. Ja, fuck, Alter. Soll ich rennen? Nee, ich würde noch vorher zum Boot wollen, weil ich weiß nicht, ob wir da nochmal rauskommen. Zum Boot? Es sieht mich aus wie so ein Portal, weißt du? Wie ein Portal. Portal. Okay. Haben wir die Portal Gun bei? okay. Gut. Zum Boot, ja? Was? Ja, da wo der Typ war, weil da war ja ein funktionierendes Boot, da war ja so ein Typ gewesen. Ich würde da gerne mal gucken wollen, was da los ist. Wir kommen aber nicht dahin. Der Weg nicht? Ist ja der Weg ist ja versperrt irgendwie. Ja, ist jetzt hier nicht links runter? Nee, na leider nicht. Irgendwie, also hier. Wenn du jetzt hier den Leuchtturm anguckst. Hm? Ja, da oben ist das Fernglas. Das heißt, zeigt in die Richtung. Rein. Genau. So, wir kommen hier aber nicht hin. Wir kommen nicht an dem Ding vorbei, weißt du? Also entweder muss das erstmal zur Seite gebracht werden. Ja. So. Ah, scheiße, gar nicht rüber. Oh, was ist denn da? Sieht aus wie ein Meteoroid. Ja, es wird wahrscheinlich eine Anspielung sein auf die Geschichte, die Farbe aus dem All. Übrigens verfilmt worden mit deinem Lieblingsschauspieler. Mit meinem Lieblingsschauspieler? Nicolas Cage. Cage. Geil. Kam vor, ich weiß ja nicht, 3-4 Jahren oder so. Also eine Romanadaption, Buchadaption. Ich finde, das Buch ist ja geil. Den Film habe ich noch gar nicht gesehen. Irgendwie. Weil ich bin so ein bisschen skeptisch. Nennen wir es mal vorsichtig so, skeptisch. Genau, also man kann ja nachvollziehen, dass wenn Bücher verfilmt werden, im Film trifft es ja nie so die Erwartungen, wie es im Buch ist. Weil die Fantasie ist ja natürlich immer ein bisschen ausgeschmückt, ne? Und jeder hat so seine eigenen Gedanken. Das trifft ja das Buch, beziehungsweise der Film schafft es ja gar nicht so, das zu treffen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Aber da erinnert mich gerade an den Chart, so irgendwie, zwei Typen sitzen im Kino und der Film ist vorbei und der eine sagt, und wie hat er dir gefallen? Sagt der andere, fand das Buch besser. Sagt der andere, wie, du hast jetzt gerade ein Buch gelesen? Fand ich witzig. Ist schön. Aber tatsächlich ist es meistens so irgendwie, dass du dir halt natürlich die Charaktere im Buch halt völlig anders vorstellst. Oh, krass. Alter, was summt denn jetzt hier auf einmal? Boah, Leute, ey, wenn ihr euch irgendwie das jetzt gerade anguckt, irgendwie benutzt mal Kopfhörer. Der Sound ist ja mal mega dicke. Alter! Okay. So, hier haben wir Gans. The cure for that. Mom is now dead. And she will never, never come. Oh, stop it. It's not my daughter's voice. Okay. Soll ich das mal ranziehen? Soll ich das mal anfassen? Also, so normalerweise würde ich Ideen in Horrorfilmen an. Soll ich das mal anfassen? Komm, wir gehen da mal hin. Ich tut. Los, ich tut. Ich kann nicht machen. Okay. Was ist das für eine Sphäre hier? Krass. Aber du siehst, Benny, jetzt alles so, dieser Horror-Mystery-Touch ist hier so dermaßen geil am Start. Irgendwie, ich liebe das. Ich finde sowas ja geil. Finde ich ja gut. So, geh mal weg, weil wir können da nichts machen. So, wo geht's hier hin? What is this? Da liegt unten. Ach, da liegt ja auch noch was. Uiuiui. Eine Metallkugel ist mit dem Abbild eines Oktopuskopfes versehen. Okay, und wie? Das lässt du einfach jetzt hier oder was? Steck ihn ein! Junge!
Das schauen wir uns doch mal genauer an. Alles klar, Vinny? Ja, ja. Es sieht nur so aus, als ob die irgendjemanden anbeten und irgendwelche Opfergaben da dem zuordnen möchte. So nach dem Motto. Mit dem Teller. Ah, guck mal, was die da drin haben. Da kommt das Auge. Spaghetti mit Auge. Ein Lern gibt es da bestimmt, der nicht befüllt ist. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ne? Immer Futter oder was? Ja, nicht das. Naja, dann. Oh. Okay. Wow! Oh shit! Weg! Okay. Hm. Ja. Und nu? Hat der irgendwas fallen lassen? Haben wir denn jetzt was erreicht hier? Ja, bestimmt. Haben wir jetzt. Ist irgendwas. Hat der was gedroppt? Also, sieht nicht so aus, aber. Huh. Das ist mir unheimlich. Das ist ja seltsam, oder? Ist doch Quatsch hier. So, und er ist auch der Einzige. Oh, warte mal. Hat hier irgendwas. Was ist denn das hier am Rücken? Ah, okay. Sieht ja auch aus wie so eine Art Siegel oder sowas. Mhm. Mhm. Haben die das alle? Ach, haben die alle. Aber das verstehe ich nicht. Was hat denn das jetzt bewirkt? Wenn ich glaube, wir müssen in den Pit. Ja. Okay. Na, dadurch, dass wir hier in der Sackgasse sind und nicht weiterkommen, also die Insel ja nicht weiter erkunden können von hier aus. Auch wenn jetzt irgendwas anderes passiert, ich weiß noch nicht was. War was? Nee, hab ich das verpasst? Ich dachte, da ist war was zu sehen hier. Der Felsen. Von dem hätten wir gerade ein bisschen erschrocken. Okay. Na, dann müssen wir halt rein in den Pit. Okay, ich geh einfach. Kann ich da die Glibber mal da vorne an dem Felsen runter? Okay. In der Hoffnung, jetzt keinen Fallschaden zu bekommen. Haben wir sowas wie Leben eigentlich? Also gibt es sowas? Lebenanzeige und so? Ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, wie, wo. Okay. Oh, Entschuldigung bitte. Wollte ich jetzt nicht auf dir rumstehen. Tut mir leid. Oh Gott, sieht ja fertig aus. Irgendwie an hat mich so ein bisschen so. Die Optik ist. Wirklich, erinnert mich so ganz fern an Scorn. Ist ja dieses Giga-ähnliche Spiel, was jetzt kommen sie sogar einfach durchlaufen hier oder was? Okay, man muss einfach nur durchlaufen. Wo sind wir da jetzt gelandet? Das beim Obelisken? Monolith is the key of the silent. Break it free. Break it free. Okay. Es bewegt sich nicht. So, dann wahrscheinlich müssen wir hier mal hin. Aha! Okay. Okay. Dann werde ich mal alle aktivieren. Okay. Ob es da eine Reihenfolge gibt? Oder ob das egal ist? Wieder drehen sich. Ich denke, wir werden die vorderen drei machen müssen und dann die letzte vor dem Portal. Und dann lassen wir den frei. Wird der Doma heißen, Mark? Mal ganz kurz gefragt, wollen wir das überhaupt? Also, den freilassen? Grundsätzlich ist es nie eine gute Idee, auf eine dämonische Stimme, die dir sagt, irgendwie befreie irgendwas, zu hören. Also von daher glaube nicht, dass es eine gute Idee sein wird. Aber wir machen es trotzdem. Aber wir geil. Okay, alle drehen sich. Jetzt gucken wir mal zum letzten Ponokel ein und dann gucken, ob die sich jetzt drehen lässt. Okay. Die Sterne stehen günstig. Oh. Oh. Der Phallus wächst. Through the eyes of a god. Like a dream and a flash of light. Beware the existence of mine. Okay. Es bewegt sich. In your conscious mind. Kann ich da hin? Ich meine, er bewegt sich ja weg von uns. Das finde ich ja schon mal gut. Es wirkt halt schon
grotesk und auch mysteriös und also fremdartig. Großartig. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut bis jetzt das Spiel, Benny.